Ja, jetzt geht's, glaube ich, echt nicht mehr. Luca, au. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Ihr seht schon wieder, ich sitze nicht alleine, sondern mit... Selfie, Sandra, ich bin wieder am Stissel, Junge. Ich weiß, ihr habt mich alle vermisst, aber jetzt geht's weiter. Oh, meine Rücken. Wir machen heute mal wieder eine Nicht-Lachen-Challenge. Das kannst du ja immer richtig gut, von daher würde ich sagen, starten wir direkt. Rotes Tier in deinem Bauch? Oh, ich finde die Rabe lecker. Guck mal, Dr. Seltsam. Dr. Seltsam, ey. Was ist das für ein Sch? Du bist die Lampe. Hab ich? Ja, warte, du kommst schon. Ja. Sandra, es ist eine Nicht-Lachen-Challenge. Ja, aber... Wieso sucht man sich denn witzige Sachen dann raus? Ja, weil die Challenge ist nicht zu lachen. Masculine Sweetness mit einem bisschen Whiskey Undertone. Mit so einem Whiskey Undertone. Und immer mit dieser Überschrift, wenn ich in der Klasse gefurzt habe, merkst du den Whiskey mit ein bisschen Undertone? Die Jacke kostet 700 Euro. Schuh. Schuh weiß nicht, Digga. Schuhe weiß ich nicht, Digga. Was? Wie ausrastet. Was ist mit ihm, Digga, hä? Lass dich von niemandem sagen, dass sie irgendwas nicht könnte. Ist das nicht Shirin David? Ja. Warum steht denn, wenn Elida 1000 Follower auf Instagram erreicht? Lasst euch von niemandem sagen, dass ihr irgendwas nicht schafft. Und lasst euch von niemandem... Vor allem so Albaner mit Katana. Ey, Albaner sind richtig patriotistisch auf Instagram, ne? Was ist das? Patriot. Sprachen lernen, Bubble. Was meinst du, woher kommen Patrioten? Vom Piratenschiff. Ich hab keine Ahnung. Was Digga, ich bin ein Outlander. Was denkst du, aus welchem Land kommen Patrioten? Deutschland? Was ist das? Alter, Digga, von den Ohren. Ach, das ist ein AirPod. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Hast du gerade Eiter gesagt? Ja. Nee, Euter. Nee. Euter. Wie heißt es? Ohrenschmalz! Ich muss wieder zurück in die Schule, Alter! Zurück in den Kindergarten, ja. Mann! Walla, 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 ist immer so. Junge, wie viele kommen denn da noch? Ja, es fällt ja safe ins Meer. Oh mein Gott! Mein Leben ist herrlich! Genieße jeden Tag, weil ich bin reich und ich sch auf alles! Wer ist es nochmal? Sachsen von Michael von Andert oder so, ne? Sachsen von Michael von, ja, genau. Michael von Sachsen-Anhalt oder so, ne? Genau, der ist das, ja. Guck mal, deine Staubding da, Alter. Übelst peinlich, Alter. Es ist mir egal, ob da Staub drauf ist oder nicht. Lukas? Was denn? So wirst du niemals eine Freundin finden. Na, denkst du, ein Mädel sagt, boah, nee, du hast Staub auf deinem Mikrofonarm. Ja. Hast du es nicht verstanden? Überall so heiße Mädels, er filmt die und dann filmt er so am Ende so seine Frau und die steht da so und guckt so. Das bist du. Das bist du auch. Das bist du. Das bist du. Hä, du bist... Du bist das. Wir sind beide Single, ne? Ja. Also war stark. Es war sehr stark. Von einer Einserschülerin zu einer Viererschülerin. Aber ich nehme das irgendwie in Kauf, weil ich mache es für das Richtige. Das könnte auch du sein. Ich bin von einer Einserschülerin zu einer Viererschülerin geworden, aber ich mache es für das Richtige. Saufen. Ja, Mann. Klima hat irgendwie höchste Priorität und sollte auch dann über. Warum? Da stand gerade Patriot. Warum Patriot?
Da unten, da stand gerade Patriot. Juridisch. Ja, gut. Ja, irgendwie bin ich noch nicht so ganz gelandet auf der Erde. Irgendwann muss man einfach mal so einen Deutschkurs mit dir machen. Weil ich meinen Traum leg, keine Sorgen mehr, ich hab meine Mio. Du schaffst das Geld, meine Tochter ist die Prio. Hanna Musik, Glory Rapstar, Trio. Du bist ein bisschen weg. Ich höre, das bin ich in der Badewanne, Alter. Ich hab meine Mio! In der Badewanne vor allem. Sitzt du ganz allein im Badezimmer und rappst dann vor dich hin, oder was? Safe! Ich versuche mal alle TikTok-Songs in der Badewanne, aber ich kann's nicht! Sing mal das, was du gerade vor der Aufnahme gesungen hast. In a hand and no way, your punch is red to war way. You come and stand and come. You wanna say show. Didn't if you know this, your point is where to worry oder so. Vielleicht brauchen wir nicht nur einen Deutschkurs, sondern auch noch einen Englischkurs. Mal eine Frage, wie heißt eigentlich dieses Instrument bei Hochzeiten, das man so macht? Was sehe ich da? Wow, wie heißt das? Wie heißt das denn? Nicht Triangel oder so, ne? Weißt du, was eine Triangel ist? Ja, diese... Das da. Das, was du jetzt gerade hier eingeblendet siehst, Sandra. Und nein, es ist keine Triangel. Was ist nüssiger als Wasser? Hausaufgaben, die sind nämlich überflüssig. Hä? Das sind so richtige Allmann-Witze in der Grundschule. Übel. Oh Mann! Ich sch... Ah! Ey, warst du jemals in der Schule sch... Ja, safe. Ja? Ja! Ich war nie... What the f***, warum nicht? Hä, weil unsere Toiletten auf unserem Gymnasium richtig ekelhaft waren. Ja, das stimmt schon. Aber eure Jungs-Toiletten waren andauernd verstopft und so, unsere nicht. Ja, weil alle meine Freunde damals sch*** waren. Ja, ich war auch sch***. Ich war richtiger Heimsch***. Bist du jetzt immer noch ein Heimsch***? Ja, ich. Nein. Und im Flugzeug. Im Flugzeug finde ich kann aber auch. Bei mir? Mhm. Ja, ist ja okay, aber bei mir? Hier in die Toilette? Mhm. Kleine Hure. Egal. Feierst du den Wendler? Übelst. Wenn er mit Laura Schluss machen würde, würdest du mit ihm zusammenkommen? Ja, der hat Boot und so. Mal gucken, ob ich das genauso kann wie die Robben. Nein! Keine Chance. Henry, das ist doch nicht witzig, das ist eklig. Die muss ja 3 Tage danach noch wie Fisch aus dem Maul gestunken haben. Das waren jetzt 5 Sekunden. Die sind einfach weg. Die kommen auch nicht wieder. Montag. Ja, ah, den kenn ich, das ist geil. Montana Black. Montana Black. Das ist echt nice. Guck mal mit dem Bart. Der sieht nicht wie gar nicht aus wie Montana Black. Nee, aber der hat da auch noch keine Tattoos und so. Die Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Ja, meine Mutter. Dem ist ja egal, was er sagt. Wer war das? Montana Black. Er trat 1999 zurück und überließ Wladimir Putin die Macht. Wodka Gorbatschow. Was? Was dein Ehemann? Wodka Gorbatschow. Wodka Gorbatschow. Alter. Hättest du mal Bock, russischer Präsident zu sein? Ja, klar. Was wäre jetzt erst, was du machen würdest? Dicke Villa kaufen. Ich meine so als Präsidentenhandlung. So als politische Handlung für das Land. Den hübschesten Russen mir klären. Sandra, für das Land. Alkohol am Steuer. Alkohol was? Alkohol am Steuer. Alkohol. Russland, Verkehrsunfallquote geht auf 4 Milliarden Prozent. Oh. Achtung. Oh. Hä? Hä? Wie viel zieht er denn? Alter, das ist keine Lungenbelastung. Was? Zieht was? Er? Oh. Zieht er oder pustet er? Oh. Oh.
so. Digga, der hat ein Volumen von einem Transporter, Alter. Der ist jetzt der Coolste im Seniorenheim, Alter. Übel. An der Stelle würden Sandra und ich das heutige Video jetzt auch beenden. Wenn euch diese Nicht-Lachen-Challenge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video da. Wir beide können das leider nicht so gut. Bitte verzeiht uns. Sandras Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Bei ihr, sie macht auch Videos ab und zu. Du hast die letzten drei Wörter. Ich bin die Geilste aus Deutschland.